Hallo zusammen, meine Wohlfühlbox ist da und entweder steht ihr schief oder ich habe einen Knick in der Linse. Also falls ihr schief steht, dann müsst ihr einfach ein bisschen schräger gucken, dann ist wieder gerade. Also Wohlfühlbox von der Apotheke Medpex oder Medpex. 7,50 Euro gibt es vierteljährlich. Und wer dieses Mal keine erwischt hat, der hat heute Abend ab 19 Uhr nochmal die Chance, eine zu ergattern. Es sind nämlich nochmal 1000 Stück freigegeben worden von der Versandapotheke. So, von innen ist sie einfach schlicht schwarz eingelegt in so Papier. Dann gibt es einen 10% Gutschein. Irgendwie, ich weiß auch nicht, durch diese Wärme juckt mich das überall. Es ist aber auch eine Hitze. Und gestern Nacht hat das gerumst. War bei euch auch so ein Gewitter? Alter Schwede. Also es war wirklich, das war das schlimmste Gewitter seit langem. Ich muss aber immer sagen, solange ich drin bin, finde ich das recht gemütlich. Jo. Also 10% auf die Artikel aus der Wohlfühlbox. Dann ist eine Karte, was wir in der Wohlfühlbox finden. Fangen wir mal mit dem ersten an. Oh, das ist für Mann und Tochter was. Meine Tochter liebt Gummibärchen. 12 Fruchtsaftbärchen. Von der Marke A&E, Apotheke exklusiv. Die kosten 2,25 Euro. Das ist ein Originalprodukt. Da würden sie sich freuen. Ich weiß jetzt schon. Und ein, ich schätze mal, das ist ein Anti-Stress-Ball. Der ist wahrscheinlich nur Zugabe vielleicht zu irgendeinem Produkt, zu dem wir noch kommen. Keine Ahnung, auf jeden Fall so ein Anti-Stress-Ball. Das kann mein Mann auch ganz gut gebrauchen. Ab und an mal. So, dann haben wir was für mich, für trockene und raue Haut. Genau richtig. Eine Handcreme von Abitima Klinik. Ohne Parfüm, ohne Parabene, nur in der Apotheke. Kenne ich noch überhaupt nicht die Marke. Kostet, ist auch ein Originalprodukt, 5,67 Euro. Jo, wenn man jetzt mal zusammenrechnet, Fruchtsaftbärchen, Handcreme, habt ihr die 7,50 Euro auf jeden Fall schon wieder raus, falls euch der Rest der Box auch inhaltsmäßig interessiert. Wie gesagt, heute Abend 19 Uhr nochmal die Chance. Also wenn ich jetzt so den Inhalt sehe, ich würde mir um 19 Uhr echt den Wecker stellen. Das, die Box sieht echt gut aus von innen. Von Ballistol, ein stichfrei Mückenschutz. Das ist echt jetzt gerade zur richtigen Jahreszeit, ne? Und bei dem Wetter. Schützt zuverlässig vor Mücken, Zecken und Bremsen. 100 Milliliter, das sieht auch irgendwie nach einem Originalpumper aus. 6,99 Euro. Ich glaube, wir haben auch gar nichts mehr. Wir haben überall diese Gase vor den Fenstern. Aber die kleinen Mistviecher, die schlüpfen trotzdem überall durch. Ne? Von daher ist das echt willkommen. Sehr schön. Dann haben wir ein Dent-Aid Xerox-Spray. Dent-Aid lässt auf den Mundraum schließen. Maximum Feuchtigkeitseffekt im Care. Achso, für einen trockenen Mund. Aha. Ich kann jetzt eigentlich nicht aussagen, wenn ich morgens aufwache, dann habe ich einen trockenen Mund. Gerade wenn ich so wie jetzt eine verstopfte Nase habe, dann schläft man natürlich doch mit offenem Mund eher. Ob das dafür dann was wäre? 15 Milliliter ist auch ein Originalprodukt. 4,58 Euro. Ich glaube, ich muss was trinken. Ach, scheiße, jetzt ist hier. Stimuliert den natürlichen Speichelfluss. Sofort spürbare Vermehrung des Speichelflusses. Klein, handlich. Apfelgeschmack, alkoholfrei. Also wie gesagt, ich habe da kein Problem mit, aber es gibt sicherlich Leute, die das gut gebrauchen können. Ich weiß gar nicht, ob einer bei mir in der Familie unter trockenem Mund leidet. Muss ich glatt mal fragen dann.
Eine Schaumcreme, Milch und Honig. Das ist jetzt nicht für die Füße, ne? Weil da steht Foot Intense. Das ist nicht Foot Wohlfühlpflege. Das ist nicht für die Füße, ne? Doch, tatsächlich ist eine Fußschaumcreme für trockene Haut und Problemhaut. Was cool. 3,95 €. Sowas finde ich echt cool. Also diese Wohlfühlbox ist echt jedes Mal klasse. Ein von Eucerin Dermatoclean 3 in 1 Reinigungsfluid mit Micellentechnologie reinigt gründlich, entfernt wasserlösliches Augen-Make-up und klärt die Haut. Da irgendwie greife ich immer genau von der anderen Seite was raus. 200 Milliliter kosten 11,75 €. Das hier sind 125 Milliliter, sogar ein bisschen mehr als die Hälfte. Lässt die Haut frei atmen, reinigt gründlich, parfümfrei, seifenfrei, alkoholfrei, farbstofffrei. Da bin ich ja mal echt gespannt. Jetzt ist mein Zettel runtergefallen. Es sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Da freue ich mich schon drauf, das auszuprobieren. Ja, naja, ich rieche eh nichts. Aber es soll ja auch parfümfrei sein. Also von daher. Morgens und abends mit einem Wattepad auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Das ist echt cool. Richtig cool. Da freue ich mich richtig drüber. So, dann haben wir ein Thermalwasser. Oh Gott. Also das. Ich bin jetzt am Film, aber gleich, wenn ich gefilmt abgedreht habe, dann nehme ich meine Brille ab und werde mir das einmal ins Gesicht sprühen, oh, weil es ist echt so warm. Das sind 50 Milliliter, die kosten 2,95 € und auch gerade bei empfindlicher und zu Trockenheit neigender Haut erhält Feuchtigkeit, wird spürbar weicher und widerstandsfähiger, also ist das echt zu empfehlen. Ich glaube, das habe ich. Hatten wir das letztes Jahr schon mal in einer Wohlfühlbox? Die war alle, da war die Flasche ein bisschen größer, aber das war auch schön. Es war aber, war die Flasche nicht dieses Döschen blau? Ist auch egal, auf jeden Fall ist das echt angenehm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir das unbedingt kaufen würde, weil ich das irgendwie ein bisschen, das empfinde ich als überflüssig für Wasser ins Gesicht sprühen, auch wenn da irgendwelche Stoffe drin sind, die gut für meine Haut sind, aber habe ich trotzdem das Gefühl, ich sprühe mir nur Wasser ins Gesicht und dafür würde ich wahrscheinlich kein Geld ausgeben, aber ich freue mich wirklich, dass es in der Box war. Und in einer handlichen Größe. So, von Frei eine reichhaltige Gesichtscreme für sensible Haut. Ich bin der Meinung, die habe ich schon. Habe ich auch schon ausprobiert und die war sehr gut. Die kostet 9,95 €. Ich meine, hör mal, Hammer, die Box, oder? Ich rechne das jetzt nicht alles zusammen, aber die Box ist echt der Hammer. Also stellt euch bloß den Wecker. Dann haben wir hier nochmal was ganz anderes, ein Parfüm. Sowas hatten wir auch noch nie mit in der Wohlfühlbox, wenn ich nicht irre. Von Vivienne Grey. 50 Milliliter kosten 4,95 €. Wie viel mag das sein? 10 Milliliter. Mal gucken, ob ich was rieche. Oh. Also, es brennt in der Nase. Es sagt mir pudrig, blumig, mit einem Hauch von Vanille und Ember. Ich bild mir ein, ich rieche Vanille raus. Also es riecht angenehm, es passt vielleicht nicht gerade zu diesem Wetter, weil Vanille ist für mich immer irgendwie so eher in die Herbstsaison rein. Aber wie gesagt, Nase verstopft, Nasennebenhöhlen dicht, war gerade beim Arzt und ja, von daher könnt ihr euch da nicht so auf meinen Geruchssinn verlassen, aber Düfte muss man eh immer am besten selber riechen. Finde ich auf jeden Fall super, dass da sowas mit drin ist in so einem schicken kleinen Säckchen.
Dann haben wir hier noch zwei, ich schätze mal, nee, drei Pröbchen. Die Immunformel mit dem Plus für sportlich Aktive. Na, da sind sie bei mir ja genau an der richtigen Stelle. Oh, das ist wieder was zum Trinken, ne? Sowas hatten wir ja schon mal. Dieses gruselig schmeckende Zeugs. Und was war das noch? Das war ja echt, das war ja zum Fürchten und Davonlaufen. Aroniasaft mit Zink, Selen, Vitamin B, Kupfer, Mangan, Eisen und Magnesium. Na, ich denke, auch wenn ich keinen Sport treibe, kann ich das sehr gut benutzen. Erhältlich als Wochenpackung mit 7 Trinkampullen und Monatskur mit 30 Trinkampullen. Kostet, also eine wöchentliche Ration würde 11,95 Euro kosten. Für den ganzen Monat 38,95 Euro. Da bin ich ja mal gespannt, wie das schmeckt. Schlimmer kann es nicht schmecken als das damals. So, dann einmal Magnesium, 2 Pröbchen. Fruchtiger Geschmack nach frischen Orangen. Da kosten 20 Stück 7,19 Euro. Zuckerfrei, kalorienarm, ideal zur Deckung eines erhöhten Magnesiumbedarfs. Ich glaube, bei mir ist alles im Keller. Ich habe manchmal das Gefühl, kennt ihr das auch, dass ihr euch so schlecht ernährt oder einfach auch, vielleicht nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht gesund. Es könnte mehr Obst sein, es könnte mehr Gemüse sein. Und aufgrund dessen gehe ich einfach davon aus, dass meine Blutwerte, glaube ich, nicht die allerbesten sind. Das ist so meine Befürchtung. Aber ich habe bald Urlaub und dann will ich mir mal Blut abnehmen lassen und dann mal schauen, wo ich da... Also ich meine, vielleicht ist ja auch alles in Ordnung. Man weiß es ja nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte irgendwie besser sein, weil ich doch recht häufig erkältet bin. Ich nehme ja alles mit, was Hannah anschleppt aus dem Kindergarten. Nachts durchschlafen ist auch schon ewig nicht mehr und ich weiß nicht. Also vielleicht fehlt mir irgendwas. Vielleicht ist es Eisen, Magnesium, man weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich da einmal Blut abnehmen lassen und dann soll sie mal anhand des Blutbilds sehen, was ich besser machen kann. So, und als letztes noch eine Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung. X-Slim Aktivmahlzeit. Klingt ja lecker, ich habe noch nichts gegessen. Yum, yum, yum. Also ein Beutel in fettarme Milch, 1 bis 3 Mal am Tag genießen. Also das ist dann wahrscheinlich sowas wie, ich sag jetzt mal Slim Fast oder was macht meine Mutter immer? Almased. Almased, ja. Ich denke mal, sowas von der Art her ist das. Gramm kosten 16,95 Euro davon. Reduziert den Stoffwechsel. Das wäre natürlich genau das Gegenteil, was man will. Aktiviert den Stoffwechsel, reduziert das Gewicht. Erhält die Muskelmasse. Naja, wo nichts ist, kann auch nichts erhalten werden. Ne? Hoher Ballaststoff- und Eiweißgehalt. Mit einer Zuckerart, Stevia und Fructose. Mhm. Ja, das war die Wohlfühlbox. Applaus, Applaus an Medpacks oder Medpacks. Also ich bin echt super zufrieden. Die Box ist ganz, ganz toll und ja, von mir aus könntest du jeden Monat geben. Aber das wäre wahrscheinlich auch schon wieder zu viel. Ich will ja gar nicht so viel Geld ausgeben. Also vierteljährlich ist schon okay, wenn ich sie dann wenigstens abbekomme. Aber bis jetzt habe ich immer Glück gehabt, dass ich es zufällig gerade auf Facebook gesehen habe. Und ja, wie gesagt, also heute Abend 19 Uhr, Leute. Ne, wenn ihr Interesse habt, dann bestellt euch die Box noch. Ich kann die wirklich empfehlen. Die ist super dieses Mal. Wirklich. Also die ist ja fast immer super, aber dieses Mal ist sie noch besser. So, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt alle gesund und genießt das schöne Wetter. Tschüss! Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder.